Hey Leute, in diesem Guide zum Resident Evil 4 Remake zeige ich euch die Trophäe Blenden gelöst. Wir sind hier in Kapitel 3 an der Kirche, da kommt ihr automatisch hin und für die Trophäe müssen wir drei Gegner auf einmal mit einer Blendgranate töten. An der Kirche vorbei, im ersten Raum, finden wir einen Save Point und dort können wir natürlich auch speichern hier an der Schreibmaschine, aber um weiterzukommen müssen wir hier durch diese Kellertür durch. Also wir springen da einfach mal runter und folgen dann dem Weg. Dieser Weg führt uns dann raus aus der Kirche und wir landen in einer Art Steinbruch. Über diese Brücke müssen wir nochmal schnell gehen. Und hier kommen auch viele Gegner, auch welche mit Molotow-Cocktails. Ich habe die zum Teil rausgeschnitten, also die meisten davon. Und diese Kiste hier, da ist eine Schlange drin. Das ist eine Art Nebenquest und die habe ich in meinem Sammelobjekte-Guide drin. Ich musste beide Videos auf einmal aufnehmen, deswegen ist es halt auch noch enthalten. Aber ihr könnt euch das andere Video auch nochmal anschauen. Und dann müssen wir hier die Treppe hoch und dann nach rechts, da ist wieder ein Gegner. Da sieht man auch den Molotow-Cocktail. Man kann an denen, wenn man auf Easy spielt, vorbeilaufen, so wie ich jetzt gerade. Und dann springen wir hier runter, weiter geradeaus. Und logischerweise braucht ihr natürlich auch eine Blendgranate in eurem Inventar. Ich habe die automatisch irgendwie bekommen, glaube ich. Ist mir gar nicht so aufgefallen, dass ich die hatte. Und ja, ich glaube, die kann man auch beim Händler kaufen. Müsst ihr mal schauen. Ich bin mir nicht so ganz sicher. Auf jeden Fall kann man hier in dieser Location gut diese Trophäe machen und ihr müsst dann genauso laufen, wie ich jetzt gerade laufe und passt auf Stolperfallen auf, also auf diese Drähte, die machen übelst viel Damage und hier ist so eine Quest wieder, auch in meinem Sammelobjekte-Guide enthalten, ja sorry Leute, aber ich musste das einfach so aufnehmen. Und hier im nächsten Raum sind ganz, ganz viele Krähen und wir rüsten jetzt mal die Blendgranate aus, das ist hier links die hier. Und ja, ihr seht schon, da in der Ecke links sind ganz, ganz viele. Wir schmeißen die einfach mal drauf. Zack, boom. Und die Trophäe ist da und es sind wirklich viel mehr als drei gestorben. Also jetzt kann man schön hier Geld looten. Ich weiß gar nicht, warum Krähen überhaupt Geld dabei haben, aber whatever. Also Leute, danke für euren Support und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wir sehen uns dann im nächsten Guide wieder. Macht's gut und bis bald. Bye bye.